Ein historischer Schnitt. Im Aufwind von Gorbatschows Perestroika durchtrennt Ungarn im Frühjahr 1989 als erster Ostblockstaat symbolhaft den eisernen Grenzzaun zwischen Ost- und Westeuropa. Unerwartetes Hoffnungssignal für DDR-Bürger, die in der Nähe am Plattensee Urlaub machen. In ihrem Heimatland fühlen sich viele eingesperrt, wie Kurt Werner Schulz und seine Frau Gundula Schaffitel. Was mich sehr gestört hat, war die politische Situation, dass man sich nicht so äußern konnte, wie man eigentlich dachte und wie man fühlte. Man hat sich verstellen müssen. Das ging eine gewisse Zeit gut, aber irgendwann konnte man das nicht mehr miteinander verbinden. Doch frei passierbar ist die Grenze immer noch nicht. Kurt Werner Schulz ist sich des Risikos nicht bewusst. Ich war drüben auf der anderen Seite, mein Sohn, und er wollte eigentlich hinterherkommen. Zu diesem Zeitpunkt kamen aber dann die Grenzsoldaten schon dazu. Und dann fiel wohl der Schuss. Und dann hatte ich halt mitbekommen, dass er getroffen worden ist. Ich war irgendwie total daneben. Ich hielt nur meinen Sohn fest und habe mir gewünscht, dass das alles nicht so schlimm ausgegangen ist. Ihr Mann stirbt noch in der Nacht. Ein letzter fataler Rückfall in alte Zeiten, als die Grenze eine lebensgefährliche Barriere war. Die Zeichen des Wandels wecken bei den Kampierenden Aufbruchstimmung. Um ihnen zu helfen, laden ungarische Europafreunde per Flugblatt für den 19. August zum Ausflug an die Grenze bei Sopron. Und da wussten wir, da haben wir eine Chance. Wir haben uns doppelte Sachen angezogen, Unterwäsche und Socken, dass wir wenigstens etwas mit rübernehmen konnten. Ansonsten haben wir alles zurückgelassen. Die Probe aufs Exempel. Getarnt als Picknick öffnet die Pan-Europa-Union 600 DDR-Bürgern den Weg in die Freiheit. Die ungarischen Behörden schreiten nicht ein. War das Tor auf einmal auf, die Leute sind durchgeströmt, wir hinterher. Ja, und das war schon ziemlich bewegend. Das sind bei Mama und Papa, bei Oma und Opa. Es war sehr euphorisch. Die Menschen haben teilweise am Straßenrand gestanden, haben applaudiert und es wurde auch gesagt, jetzt könnt ihr rübergehen, ihr seid frei. Ein Wunder, ja, ein Wunder war es auf jeden Fall. 3 Tage später gelingt eine zweite Massenflucht. 240 Ausreisewillige überrennen die Sperranlagen von Sopron. Vorahnung einer Zukunft ohne Grenzen.